Der Breivik hat ja sehr viel Computerspiele gespielt. World of Warcraft, ein kriegstreibendes Spiel. Da schlüpfen also Spieler in mittelalterliche Heldenrollen und retten die Welt, retten Europa auch vor einem Teil der Islamisierung in gewisser Weise. Das sind sehr kritisch zu sehende Spiele. Und er tauchte sehr stark in eine Parallelwelt ab, wo er auch sehr viel geschossen hat. Jetzt ist es ja landläufig eigentlich einfach zu sagen, ja klar, wenn der schon am Computerdrücker abdrückt, dann drückt er auch in Wirklichkeit schneller ab.